haben Euklid, der 12-jährige Einstein und US-Präsident James Garfield gemeinsam? Sie alle lieferten elegante Beweise für den berühmten Satz des Pythagoras, der besagt, dass bei einem rechtwinkligen Dreieck das Quadrat der einen Seite plus das Quadrat der anderen Seite gleich dem Quadrat der Hypotenuse ist. Anders gesagt, a² plus b² gleich c². Das ist eine Grundregel der Geometrie und die Basis für praktische Anwendungen wie die Konstruktion stabiler Gebäude und die Triangulation von GPS-Koordinaten. Der Satz ist nach dem griechischen Mathematiker Pythagoras aus dem 6. Jahrhundert vor Christus benannt. Aber er war schon über 1000 Jahre früher bekannt. Eine babylonische Tafel aus der Zeit um 1800 vor Christus listet 15 Zahlenreihen auf, die das Theorem erfüllen. Historiker spekulieren, dass altägyptische Landvermesser eine dieser Zahlenreihen, 3, 4, 5, für rechtwinklige Ecken verwendeten. Nach der Theorie haben Vermesser ein geknotetes Seil mit 12 gleichen Segmenten so gespannt, dass ein Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und 5 entsteht. Laut Umkehrung des Satzes von Pythagoras muss dies ein rechtwinkliges Dreieck, also einen 90-Grad-Winkel ergeben. Laut den frühesten indischen mathematischen Texten aus der Zeit zwischen 800 und 600 vor Christus erzeugt ein Seil, das über die Diagonale eines Quadrats gespannt wird, ein doppelt so großes Quadrat wie das Originalquadrat. Dieses Verhältnis lässt sich aus dem Satz des Pythagoras ableiten. Aber woher wissen wir eigentlich, dass dieses Theorem für alle rechtwinkligen Dreiecke auf ebener Fläche gilt, nicht nur für die der Mathematiker und Landvermesser? Weil wir es beweisen können. Beweise zeigen mit mathematischen Regeln und Logik, dass ein Theorem immer wahr sein muss. Ein klassischer Beweis, der oft Pythagoras zugeschrieben wird, verwendet die Strategie der Umordnung. Man nehme 4 identische rechtwinklige Dreiecke mit den Seitenlängen a und b und der Hypotenusenlänge c. Man ordnet sie so an, dass ihre Hypotenusen ein gekipptes Quadrat bilden. Der Flächeninhalt dieses Quadrats ist c². Ordnet man die Dreiecke in 2 Rechtecke an, bleiben auf beiden Seiten kleinere Quadrate übrig. Die Flächen dieser Quadrate sind a² und b². Das ist der Schlüssel. Die Gesamtfläche der Figur hat sich nicht verändert, ebenso wenig wie die Flächen der Dreiecke. Also muss das erste leere Feld, c² gleich dem leeren Feld a² plus b² sein. Ein weiterer Beweis stammt von dem griechischen Mathematiker Euklid und wurde fast 2000 Jahre später vom 12-jährigen Einstein entdeckt. Dabei wird ein rechtwinkliges Dreieck in 2 Dreiecke geteilt. Dabei gilt, wenn die entsprechenden Winkel zweier Dreiecke gleich sind, ist auch das Verhältnis ihrer Seiten gleich. Die Seiten der 3 ähnlichen Dreiecke kann man also mit folgenden Termen beschreiben. Ordnen wir nun die Terme neu an. Schließlich addieren wir die beiden Gleichungen und vereinfachen sie, um ab² plus ac² gleich bc² oder a² plus b² gleich c² zu erhalten. Hier wird Paketierung verwendet. Ein sich wiederholendes geometrisches Muster für visuelle Beweise. Siehst du, wie es funktioniert? Halte das Video an, wenn du darüber nachdenken willst. Hier ist die Antwort. Das dunkelgraue Quadrat ist a² und das hellgraue b². Das blau umrandete Quadrat ist c². Jedes blau umrandete Quadrat enthält genau ein dunkles und ein hellgraues Quadrat, was wiederum den Satz des Pythagoras beweist. Wenn du dich überzeugen willst, baue eine Drehscheibe mit 3 gleich tiefen quadratischen Behältern, die um ein rechtwinkliges Dreieck angeordnet sind. Füllst du das größte Quadrat mit Wasser und drehst die Scheibe, füllt das Wasser aus dem großen Quadrat die beiden kleineren genau aus. Für den Satz des Pythagoras gibt es insgesamt mehr als 350 Beweise, von brillant bis obskur, Tendenz steigend. Kannst du auch einen beisteuern? Hast du gewusst, dass einige Zahlen als so gefährlich gelten, dass man sie verbieten wollte? In diesem Video erfährst du mehr über die überraschende Geschichte der verbotenen Zahlen.
Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal.